Mein Name ist Thorsten Beimgramm. Ich bin an der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg der zuständige Dozent für die Fächer Wildökologie und Jagdwirtschaft. In unserem heutigen Video geht es um das Thema Wildverbiss. Und damit geht es schon originär um den Teil Wildökologie in meiner Professur. Ökologie heißt ja der Einfluss von etwas auf seine Umgebung. Wenn wir jetzt von Wildökologie sprechen, dann sprechen wir von dem Einfluss, den das Wild auf den Lebensraum Wald hat. Der Lebensraum Wald ist in diesem Beispiel dargestellt durch einen Eichenbestand, in dem wir uns heute bewegen und in dem wir auch das Thema Wildverbiss erläutern wollen. Wie entsteht nun eigentlich Wildverbiss? Beziehungsweise was ist Wildverbiss? Das klingt schon etwas negativ, wenn man von Verbiss spricht, aber eigentlich ist es doch völlig normal, dass sich das Wild hier im Wald auch ernähren muss. Es muss sich Energie zuführen, um seinen Lebenshaushalt aufrechtzuerhalten. Wildverbiss entsteht durch die Aufnahme von pflanzlicher Nahrung durch das Wild. Das kann, so wie hier in diesem Fall, Brombeere sein oder hier an dieser Hainbuche. Dort ist es auch an Eiche zu sehen und dort an der Himbeere. Ist diese Nahrungsaufnahme also an krautiger Vegetation oder an Brombeere oder an Himbeere, so ist das überhaupt kein Problem für den Waldbesitzer. Zum Problem wird es erst dann, wenn es sich um Baumarten handelt, die der Waldbesitzer für seine Bewirtschaftung des Waldes und auch für die Finanzierung seiner Waldbewirtschaftung benötigt. Wildschaden kann durch ganz unterschiedliche Wildarten verursacht werden. Das kann Rotwild sein, Dammwild, Sikawild, Muffewild, Gamswild oder auch der Hase, manchmal auch das Schwarzwild. Fangen wir beispielsweise bei der Eiche mal mit dem Abwurf der Eicheln an. Diese Eichel kann vom Wildschwein gefressen werden, die suchen natürlich auch Energie. Oder wenn sie nicht gefressen wird, keimt diese Eichel, es entsteht eine junge Pflanze. Und diese Pflanze wird schon im ersten Jahr direkt nach dem Keimen vom Wild aufgefressen. Das führt dann dazu, dass die Pflanze gar nicht weiter wachsen kann. Wird sie etwas älter, wird sie höher, so kann es zum Verbiss kommen, der unter Umständen nur die Seitentriebe betrifft oder sogar die Gipfelknospe, also die höchste Knospe des Baumes. Dann verliert dieser Baum an Wuchsgeschwindigkeit. Es kommt zu einem Zurückwerfen, zu einem Zeitverlust, bis der Baum an Höhe gewinnt. Im schlimmsten Falle kann dieser Verbiss sogar bis zum totalen Eingehen der Pflanze gehen, also die Pflanze stirbt ab. Wer den Unterschied zwischen Hasenverbiss und Rehwild feststellen möchte, das lässt sich sehr gut an diesem Beispiel erläutern. Auf der linken Seite ist eine Hainbuche zu sehen, die eher ausgefasert wirkt. Rehwild besitzt nur im Unterkiefer Zähne und muss die Pflanze daher eher abrupfen. Auf der rechten Seite ist eine Elsbeere zu sehen. Dort ist der Verbiss eher glatt geschnitten, denn der Hase kann mit seinen Schneidezähnen wie mit einer Gartenschere diesen Verbiss verursachen. Wildschaden liegt dann vor, wenn ein Schaden entsteht, rechtlich gesehen. Das bedeutet, ein Waldbesitzer hat eine Zielsetzung, zum Beispiel in diesem Bestand hier die Verjüngung von Eiche. Und wenn er dieses Ziel nicht erreichen kann, weil der Einfluss des Wildes zu groß ist, dann liegt laut Definition ein Schaden vor. Andersrum, wenn ein Waldbesitzer keine Zielsetzung formuliert, dann kann auch seine Zielerreichung nicht gefährdet sein. Und dann liegt kein Wildschaden vor. Wenn wir das allerdings in einen gesellschaftlichen Kontext stellen, dann müssten wir uns überlegen, ist ein Wald nur für den Ertrag des Waldbesitzers zuständig oder hat er gar eine gesellschaftliche Aufgabe? In Zeiten des Klimawandels kommt die Bedeutung des Waldes als CO2-Speicher große Bedeutung zu. Wenn also der Wald die Funktion des CO2-Speichers nicht mehr erfüllen kann, entsteht aus gesellschaftlicher Sicht ebenso ein Schaden. Wenn also in Zukunft kein Wald existieren kann, der als CO2-Speicher und als Holzlieferant, diese Aussage möchte ich unterstreichen, dient, dann liegt gesellschaftlich gesehen ein Schaden vor.
Wenn der Einfluss des Wildes auf den Wald groß wird, manche würden sagen zu groß, dann müssen Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Gegenmaßnahmen könnten zum Beispiel sein, der Bau eines Zauns. Nur dann sperrt man natürlich das Wild von einer Fläche komplett aus und diese Fläche steht dann auch nicht für den krautigen Nahrungserwerb des Rehs zur Verfügung. Eine andere Maßnahme statt Zaun könnten zum Beispiel auch diese Wuchshöhlen sein, die man im Hintergrund in großer Menge sieht. Es könnten auch solche Fegeschutzmanschetten sein, damit die Pflanze nicht durch das Gehörn des Rehbocks geschädigt wird, der daran seinen Bast abfegen will. Als Gesellschaft müssen wir uns fragen, was wir wollen. Wollen wir Zaunbau? Wollen wir Plastik im Wald? Oder kommen wir zu anderen Maßnahmen, zum Beispiel zu einer stärkeren Jagdausübung? Der Weiserzaun im Hintergrund zeigt sehr schön, wie die Eiche wachsen kann, wenn sie nicht verbissen wird. Hier im Hintergrund sieht man zwar auch viele Baumarten, Fichte, Kiefer, Lärche, Buche, viel ist da. Es steht auch Eiche da, aber diese Eiche kann nur existieren, weil sie in einer Wuchshülle steht und dadurch geschützt ist. Außerhalb des Gatters wurde einfach alles selektiv verbissen. Das heißt, das Rehwild hat sich hier ganz besonders um die Eiche gekümmert, denn auf dem Speiseplan gibt es durchaus bevorzugte Baumarten und Baumarten, die nicht so gerne verbissen werden. Neben der Eiche gehört auch die Tanne mit auf die Speiseliste des Wildes ganz nach oben. Was übrig bleibt, sind in der Regel Baumarten, die nicht so angenehm zu fressen oder schlechter zu verdauen sind fürs Wild. Der Klimawandel beschäftigt uns enorm. Veränderungen, von denen ich dachte, dass sie ungefähr 50 Jahre brauchen, haben in den letzten 10 Jahren stattgefunden. Das Thema ist also sehr akut und wir müssen uns bemühen, möglichst viele Baumarten in die Zukunft hineinzutragen, denn wir wissen nicht, was bei längeren Trockenperioden, trockenen Böden und absinkenden Wasserständen, Grundwasserständen in Zukunft überhaupt noch existieren kann. Wir können eigentlich auf keine Baumart verzichten, um herauszufinden, was in 30 Jahren noch wachsen kann. Hier sieht man, wie es aussehen kann. Wir stehen zwar in einem abgängigen Fichtenbestand, aber in der nächsten Generation ist schon sehr viel vorhanden. Hier ist eine Kiefer, wir haben Weißtanne. Natürlich kommt auch wieder mal eine Fichte mit, aber auch Buche. Ich habe Eiche gesehen und Birke. Also um diesen Bestand ist mir nicht bange. Hier lässt sich viel gestalten für die Zukunft. Wir möchten zu einem bunten Wald mit vielen Baumarten, mit einer Mischung in Arten, aber auch in Alter und Struktur. Das ist das, was wir uns wünschen und das sollte eigentlich auch das Ziel der Gesellschaft sein. Ein artenreicher, bunter, kräftiger und gesunder Waldbestand, der auch in der nächsten Generation noch zur Verfügung steht.